Dann legen wir los. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Weg gefunden haben bei der Veranstaltung Reportagen für die Revolution 1989 und das Westfernsehen. Ich werde die nächsten anderthalb Stunden so ein bisschen die beiden versuchen zu bändigen. Draußen ging es gerade schon wild her, wie viel Material wir zeigen werden. Es gibt unzählig viel Material. Wir werden versuchen, es irgendwie so aufzubauen, dass Sie einen guten Eindruck bekommen. Ich bin Susanne Burg, ich bin Redakteurin beim Deutschlandfunk Kultur. Wir reden also über die Bilder, die Menschen in der DDR von der oppositionellen Bewegung gemacht haben und die dann im Westfernsehen zu sehen waren. Das heißt im konkreten Fall in der ARD. Und mancher von Ihnen im Publikum wird sicherlich noch einige dieser Aufnahmen in Erinnerung haben, selber gesehen haben, entweder hier in Potsdam, in anderen Orten in der DDR, andere im Westen. Für einige werden es vielleicht lediglich historische Aufnahmen sein, weil sie noch zu jung waren, um es erlebt zu haben. Aber für alle werden sie vor allem auch noch durch die Erzählungen derer lebendig, die zu ihrer Entstehung beigetragen haben und die sie fürs Fernsehen aufbereitet haben. Und das sind unsere beiden Gäste hier. Ich fange mal rechts außen an. Peter Wensierski, Journalist, Autor, Dokumentarfilmer, ab 1979 für den evangelischen Pressedienst als Korrespondent in der DDR tätig, hat dort über die Oppositionsbewegung berichtet, wurde dann oder hat von der DDR 1985 ein Arbeitsverbot bekommen, ist dann nach West-Berlin gegangen und hat dort von 1986 bis 1993 beim ARD-Magazin Kontraste gearbeitet, danach beim Spiegel. Guten Tag. Guten Tag. Danke, dass Sie gekommen sind. So, wenn ich bei Ihnen jetzt schon so ein bisschen verkürzt die Biografie dargelegt habe, dann muss ich das beim zweiten Gast erst recht tun. Sein Leben ist so voll. Aber die meisten von Ihnen werden ihn eh kennen. Roland Jahn, seit 2011 Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, hat dort selbst auch eine gewaltige Akte, denn er gehörte in der DDR zur Opposition, gründete unter anderem die Friedensgemeinschaft Jena und wurde 1983 gewaltsam aus der DDR ausgebürgert. Er begann in West-Berlin als Journalist zu arbeiten, ab 1986 beim Politikmagazin Kontraste mit Peter Wensierski zusammen. Guten Tag. Hallo. Und wir befinden uns ja im Jahrestag des 30 Jahre Mauerfall. In den letzten Tagen waren Sie, Roland Jahn, durchaus mit aktuellen politischen Prozessen beschäftigt. Nämlich der Bundestag hat ja am Donnerstag beschlossen, dass die Unterlagen der Staatssicherheit der DDR in Zukunft in die Obhut des Bundesarchivs übergehen sollen. Es gab dann ein bisschen wie zu erwarten kritische Stimmen, eine Erklärung unter anderem des ehemaligen Staatsministers Rolf Schwanitz, die besagte, anstatt sie zu zerschlagen, rufen wir zur Ertüchtigung der Stasi-Unterlagenbehörde auf. Geschichte lässt sich nicht abwickeln. Das war eine kritische Stimme, die es gab. Hubertus Knabe sagte, es sei ungeschickt, so kurz vor dem 30. Jahrestag so ein Signal zu senden. Ich will jetzt gar nicht auf den konkreten einzelnen Fall oder die oder Ihre, Sie haben sich dazu ja auch geäußert. Mich interessiert, es gibt nun seit 30 Jahren, wird diskutiert über den Mauerfall, über die Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Sie sind seit 30 Jahren so ein bisschen mit dem Mang. Hilft es manchmal, so einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, diese ganzen Diskussionen sind Teil der Aufarbeitung? Also wir fragen, denken Sie manchmal selber in historischen Bögen als eigentlicher, doch auch Beteiligter? Ja, ich denke, das ist unsere Aufgabe, gerade wenn man in Verantwortung ist als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, gilt es, zukunftsfeste Strukturen zu schaffen, damit die nächsten Generationen auch die Gelegenheit haben, sich mit Geschichte zu beschäftigen und auf eine Art und Weise damit zu beschäftigen, die zeitgemäß ist. Und in der Hinsicht haben wir jetzt mit dem Bundestagsbeschluss was auf den Weg gebracht, wo es darum geht, die Stasi-Unterlagen als Teil des Gedächtnisses der Nation, sozusagen
sozusagen zur Verfügung zu stellen, den nächsten Generationen. Und das heißt natürlich, die Herausforderung der Zeit entsprechend zu digitalisieren, die Bestände zu erhalten und aber auch die Möglichkeiten der Nutzung zu verbessern. Und was mir ganz wichtig ist, dass die Fixierung auf die Stasi nicht mehr so da ist, sondern das Leben in der DDR war sehr vielfältig. Und das Reduzieren auf Stasi ist ein bisschen wenig. Und deswegen begrüße ich das sehr, dass der Bundestag diesen Beschluss gefasst hat. Und gerade auch heute, dieses ist ja ein Beispiel, wir dürfen uns die Geschichte nicht nur durch die Stasi-Akten schreiben lassen. Sie sind eine wichtige Quelle, aber es gibt viele andere Quellen. Es gibt die Archive der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, es gibt die Oppositionsarchive, es gibt eine Menge an Zeitzeugen, die viel zu erzählen haben. Das muss dokumentiert werden und die Vielfalt sozusagen der Blickwinkel müssen einbezogen werden. Nur dann können sich die nächsten Generationen auch selbst sozusagen dann ihr Bild machen. Es darf kein staatlich vorgegebenes Geschichtsbild sein, sondern es muss sozusagen ein gesellschaftlicher Diskurs über Geschichte stattfinden. Und dafür haben wir die Voraussetzungen geschaffen. Den gesellschaftlichen Diskurs, den können wir jetzt auch mitgestalten, indem wir mal zurückspringen, nämlich vor 30 Jahren. Zu nicht archiviertem Material. Zu dem nicht archivierten Material. Ja, doch, genau. In den öffentlich-rechtlichen Sendern, aber dieser Schatz, der wird viel zu wenig hochgehoben. Und das, was wir hier machen, müssten eigentlich die Sender selber machen. Lassen Sie uns einsteigen mit den Bildern, die um die Welt gingen 1989, nämlich die Aufnahmen der berühmten Montagsdemonstration. Der Montagsdemonstration in Leipzig. Die berühmteste war ja, oder die sehr berühmt war am 9. Oktober, bei der erst 70.000 Menschen auf die Straße gingen, bei der keine Presse zugelassen war. Und trotzdem gab es Bilder. Mhm. Bilder gibt es, wenn das Licht ausgeht. Und die sind nämlich sehr dunkel. Es war ja Oktober und es war schon sehr dunkel in Leipzig. Und die sind mit einfachen VHS-Kameras gedreht worden, die nicht so lichtstark waren. Deshalb sieht man sie nur, wenn es etwas dunkler wird im Kino. Fangen wir mal an. Haben wir einen Vorführer? Genau, bis dahin. So endet dieser typische Kontrastebeitrag aus jener Zeit. Genau, wir sollten ihn nochmal zeitlich verorten. September 1989, haben Sie gesagt, da war natürlich die Opposition schon durchaus erstarkt. Zitate wie oder Aussagen wie eine demokratische Erneuerung einer zentralistisch geführten Partei zu fordern, das auch mit Gesicht in die Kamera zu sagen, wie selbstverständlich war das im September 89? Das war nicht selbstverständlich, weil die DDR hat Strafgesetze gehabt, nachdem so ein Statement von der Kamera heimlich aufgenommen, in den Westen geschmuggelt, sagen, es möglich gemacht hätte, dass jemand für Jahre ins Gefängnis geht. Es gab ja Fälle, wo Informationen von Ost nach West gegangen sind, wo Leute eingesperrt worden sind und dann wirklich Knast abgesessen haben. Und in der Hinsicht war die Drohgebärde immer noch da. Natürlich war dann aber ein Punkt erreicht, wo die Leute auch gesagt haben, einer muss vorangehen. Und wenn wir von Opposition reden, im September 89, klar war das der Zeitpunkt, wo dann auch sich Gruppen zusammengefunden haben, auch zu einer Sammlungsbewegung sich formieren wollten. Ein neues Forum wurde sozusagen in diesen ersten Septembertagen gegründet. Aber es waren wenige. Im Verhältnis zu 17 Millionen waren es wenige. Das waren ein paar hundert, die sozusagen den Kopf rausgehalten haben und keiner wusste, wie es ausgeht. Und wir haben die Bilder gesehen von der Demonstration 4. September 89. Die wurden von akkreditierten Korrespondenten gemacht, weil die damals zur Leipziger Messe immer eine Zulassung bekommen haben. Leipziger Messe wollte die DDR sich ausstellen und da konnte man die Wechselkorrespondenten nicht ausschließen. Und das war auch von den Oppositionellen, besonders diesen zwei Frauen, die da zu sehen waren, ganz geschickt genutzt. Die haben gesagt, wir machen diese Aktion genau, wenn Messe ist, wenn die Westkameras da sind. Und das sozusagen war natürlich etwas, was dann eine Kraft entwickelt hat, gepaart mit den Statements, die wir praktisch von Oppositionellen heimlich aufgenommenen Videos hatten, von Charlemagne oder von Reinhard Schuld vom Neuen Forum, hat das dann natürlich die Kraft gekriegt und, was uns damals wichtig war, auch die Zustandsbeschreibung.
In der DDR gab es ja keine freie Information. Man wusste nicht, welche Positionen haben die Kirchen. Man wusste nicht, welche Positionen haben die Schriftsteller. Und diese Ersatzfunktion sozusagen der freien Öffentlichkeit haben wir bei Kontrast sozusagen für ganz Deutschland wahrgenommen. Und die Einschaltquoten in der DDR waren damals extrem hoch, was sozusagen die Kontraste-Sendung betraf, weil man wusste, dort kriegt man sozusagen die direkten Informationen. Also das heißt, es gab so eine Wechselwirkung. Die Bilder, die gezeigt wurden, haben dann auch wieder zum starken... Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Gerade diese Demonstration 4. September hat einigen Mut gemacht, aber auch andere haben dann noch Angst gehabt, weil natürlich gesehen worden ist, wie zugeschlagen worden ist. Und was aber wichtig war, dass zum ersten Mal auch diese Leute, die weg wollten, und das war ja September ganz extrem schon, und die bleiben wollten, dass das sozusagen sich gerieben hat. Genau. Ich wollte gerne mal was sagen. Gerne. Also diese beiden Frauen, die wir hier sehen, gehören ja zu einer neuen Generation. Die rechte ist 18, die linke 22. 1989, die traditionellen Oppositionellen in der DDR waren viel älter. Die haben in den 70er Jahren, fing das ja an mit Wolf Biermann, Robert Havemann und so, das ist die Generation noch aus den 50er, 60er Jahren gewesen. Man hat in den 70er Jahren und dann noch teilweise länger gerne bei Rotwein diskutiert, in Wohnungen und gefröstelt und gemacht und getan. Diese junge Generation drängte in die Öffentlichkeit und auf die Straße. Und sie hatten auch nicht mehr so den Wunsch, den Sozialismus zu reformieren und eine bessere DDR zu machen. Es ging ihnen um demokratische Freiheiten. Also sie sind ja an jeder Frage ihres Lebens angeeckt. Es waren ganz einfache Dinge. Mir hat es mal einer von denen gesagt, ich konnte nicht bestimmen, welches Buch ich lesen darf. Ich konnte nicht bestimmen, welchen Film ich gucken darf. Ich konnte nicht bestimmen, welche Kleidung ich tragen darf. Ich konnte nicht bestimmen, wohin ich reisen darf. Ich konnte nicht bestimmen, welche Freunde ich haben darf. Ich konnte nicht bestimmen, welchen Beruf ich haben darf. Ich habe keine Lust mehr, mich von irgendwelchen alten weißen Männern im Politbüro, weiße Männer hat er nicht gesagt, mein ganzes Leben bestimmen zu lassen. Das war der Punkt. Die Revolution von 1848 ist in Leipzig nie vollendet worden. Es gab nämlich junge Leipziger 1848, die auch auf die Straße gegangen sind, die auch Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit gefordert haben und die geköpft worden sind oder erschossen worden sind. Robert Blum, da heißen einige Straßen nach, war ein junger Student damals. Und die haben genau daran angeknüpft und für diese demokratischen Freiheiten, die es seit dieser Zeit nicht gab, gekämpft. Das ging ihnen erstmal darum. Und deshalb sind sie auch nach dem Vorbild westlicher Demonstranten auf die Straße gegangen. Öffentlichkeit war das Entscheidende. Und wir haben nicht stellvertretend irgendwas gemacht. Wir haben einfach das gemacht, was wir immer gemacht haben. Wir haben kritisch über die Bundesrepublik und Erscheinungen dort berichtet, genauso wie wir kritisch über die DDR berichtet haben. Und das Besondere ist natürlich, dass wir bei Kontraste und beim ARD-Fernsehen und nicht nur in Kontraste, sondern auch mit Brennpunkten und Sondersendungen, mit Beiträgen in Tagesschau und Tagesthemen eben sowohl die westliche Öffentlichkeit in unserem Land informiert haben, als auch die Ostdeutschen. Denn die Frauen wie diese beiden und ihre Freunde haben natürlich versucht, auch eigene Öffentlichkeit herzustellen. Also mit den abenteuerlichsten Methoden Flugblätter zu machen. Die haben im Januar 1989 zum Beispiel 10.000 Flugblätter ganz mühsam hergestellt und haben es auch geschafft, dass eine Demonstration zustande kommt. Aber man erreichte natürlich über diese hektografierten eigenen Flugblätter nur einen Bruchteil. Und sie wussten, dass ja um 20.15 Uhr das halbe Land oder mehr ausreist jeden Abend, nämlich Westfernsehen guckt. Und das bedeutete, dass diese jungen Leute ganz bewusst die Karte gespielt haben, wir informieren die Westjournalisten, wir arbeiten mit ihnen zusammen, wir erreichen damit die DDR-Bevölkerung. Das war der Punkt. Und das war auch die Kraft. Sie wussten, dass dieses Transparent wahrscheinlich nach Sekunden von der Stasi nieder- und weggerissen wird. Aber sie wussten, dass hier 12 Kamerateams und Kameraleute und Fotografen stehen aus dem Westen, weil an diesem Tag, das war natürlich ihnen klar, Leipziger Messe war und deshalb die Westjournalisten und die internationale Presse da war. Und deshalb haben sie dieses, wie ich finde, wichtigste und schönste Transparent aus dem Herbst 89 hochgehalten und erreichten damit Millionen und auch das Herz von Millionen DDR-Bürgern,
denen die eigenen Zeitungen, das eigene Fernsehen immer weisgemacht hat, das sind alles nur Raudis und Kriminelle, die da demonstrieren. Sie sprachen jetzt von wir, meinten natürlich Kontraste. Es ist aber, glaube ich, auch ganz gut zu sagen, wie Sie sich eigentlich kennengelernt haben. Wir würden gerne so ein bisschen noch ein paar Jahre zurückgehen, um dann zu erklären, wie sich dieses Selbstbewusstsein, das bewusste Nutzen der Medien auch entwickelt hat. Dafür wäre aber vielleicht auch ganz gut, erstmal zu wissen, wie Sie überhaupt Ihre Zusammenarbeit begonnen haben. Ja, ein bisschen hängt das zusammen. Natürlich, meine Ausbürgerung hatte zur Folge, dass ich sozusagen rausgerissen war aus dem, was Opposition in Jena oder in der DDR gemacht hatte. Aber ich habe meine Freilassung sozusagen aus dem Gefängnis zum Beispiel den Westmedien auch mit zu verdanken. Als ich inhaftiert war, lief dann bei Report Baden-Baden, bei Franz Alten Beitrag und am nächsten Tag war ich freigekommen aus dem Gefängnis. Diese Erfahrung auch persönlich gemacht zu haben, war für mich etwas, wo ich gesagt habe, wenn ich in den Westen gekommen bin jetzt schon, dann willst du diese Situation nutzen und willst als Brücke zwischen Ost und West fungieren. Und das war etwas, was auch für die Freunde im Osten ganz, ganz wichtig war. Sie hatten eine Vertrauensperson. Sie hatten jemanden, an den sie sich wenden konnten, wenn eine Verhaftung war. Sie konnten sich wenden mit den inhaltlichen Anliegen. Sie konnten berichten über das, was sie gerade machen, die Umweltgruppen zum Beispiel, die anfingen sozusagen die Dinge zu dokumentieren in den eigenen Zeitschriften, Untergrundzeitschriften, die man gemacht hat und so weiter. Und ich habe dann die Möglichkeiten des Westens genutzt und habe Technik gekauft, Tonbandgeräte, Videokameras und so weiter und habe die in den Osten geschickt zu meinen Freunden, damit sie die Gelegenheit haben, sozusagen Pressefreiheit selber zu leben, Pressefreiheit herzustellen, dann aber über den Umweg Westen. Und das war natürlich etwas, was gefährlich war. Aber die Leute waren bereit dazu, auch weil ich sozusagen ihr Partner war. Und ich hatte das große Glück, dass ich dann in Peter Wenzierski einen Partner sozusagen beim Fernsehen gefunden hatte, in der Redaktion Kontraste mit unserem Chefredakteur Jürgen Enger, der sozusagen das Aushängeschild der ARD da war auf dem Gebiet, der selber aus Dresden kam, der wusste, wovon wir reden. Und wir haben dann sozusagen als Ost-West-Team sozusagen bei Kontraste etwas entwickelt, was Peter auch gesagt hat, kritisch dem Westen gegenüber, aber auch kritisch dem Osten gegenüber. Auch das hat er was an Glaubwürdigkeit gehabt, wo wir sozusagen auch der Opposition in der DDR eine Stimme geben konnten. Und es fing im Prinzip 86 an, als wir uns gefunden haben. Meine Version ist etwas anders, wie wir uns kennengelernt haben. Die beginnt nämlich schon 1981. Ich bin seit 1978, da war ich so 23, als akkreditierter Journalist in die DDR gefahren, Westjournalist, und habe aus der DDR berichtet und fand es total spannend, aus einem Land, das sich nach außen als graue Zone darstellte, unattraktiv, dass hinter den Kulissen es total bunt war und gerade in der Jugendszene, in den jungen Gemeinden, bei Friedenswerkstätten, in Umweltgruppen, dass es das alles gab, war erstaunlich und ich fand das total toll, dass man als Journalist in einem Land, das keine Berichterstattung eigentlich wollte, darüber berichten konnte, was sich da bewegte und was da schon rumorte. Und in diesem Zusammenhang 1981, Roland, ist in deiner Heimatstadt in Jena ein Jugendlicher zu Tode gekommen, Matthias Domaschk. Und als ich in Ost-Berlin Lutz Rathenow traf, der war immer jemand, wo man als Westjournalist hingehen konnte und der auch immer interessante Informationen hatte, dann gab er mir einen Umschlag mit Fotos. Und ich habe die genommen und die Geschichte dazu war, dass auf dem Grab von Matthias Domaschk in Jena eine Plastik von Freunden, ein Gedenkstein praktisch, eine Gedenkplastik aufgestellt worden war, was der Stasi absolut nicht gepasst hat. Und dann kamen die eines Tages mit einem Lader, mit einem Anhänger und haben also einfach vom Grab dieses geklaut, geraubt, aufgeladen und sind weggefahren, weil sie das nicht wollten, dass ewig an die Tatsache erinnert wurde, dass Matthias Domaschk in der Untersuchungshaftanstalt der Stasi zu Tode gekommen ist. Ich habe diese Fotos veröffentlicht, habe 1981 im Spiegel darüber berichtet und dann habe ich später erfahren, dass diese Fotos Roland gemacht hatte. Ich fand es total cool, dass jemand sich auf die Lauer gelegt hat, das fotografiert hat und an die Veröffentlichung gedacht hat. Und das war Roland. Und ich habe ja dann auch im Spiegel viele Serien geschrieben, über Umweltprobleme, über rebellierende Jugendliche.
Und irgendwann 1986 gab es 10 Jahre Jubiläum, sage ich mal, Wolf Biermanns Ausweisung. Dieses Konzert in Köln, wo er erfahren hatte, dass er nicht mehr zurück kann in die DDR. Wolf Biermann war so eine Ikone sozusagen der DDR-Opposition. Und ich habe damals einen Beitrag gemacht, ich hatte gerade frisch angefangen bei Kontraste 1986 und hatte einen Beitrag gemacht über, wer sind eigentlich, gibt es noch sowas wie Opposition und wer sind eigentlich die Biermanns Erben, genau. Und jetzt muss ich mal gucken, da gibt es auch ein kleines Video, das ich jetzt rausgesucht habe und nicht finde. Roland, erzähl du mal so lange, was ich hier suche. Ich könnte derweil auch bitte. Sie fragen, aber ich weiß nicht, ob das dann jetzt schon so weit. Sie können dann trotzdem wieder zurückspulen, Sie sind ja Profi. 1986 haben Sie dann angefangen, zusammen zu arbeiten. Da waren Sie ja beide dann in West-Berlin. Wie sah die konkrete Arbeit aus, Material überhaupt aus dem Osten zu bekommen? Es gab ein ARD-Büro, es gab den akkreditierten Kollegen Peter Merseburger, der für die ARD 86 da war. Die Bilder, die Sie aber benutzt haben, waren ja, wie Sie sagten, illegale Bilder. Wie sind die eigentlich zu Ihnen gelangt? Wollen wir das ein bisschen später besprechen? Wir können ich hätte das Video nämlich gefunden. Einsetzen. Kontraste hat praktisch bis dahin mit den Korrespondenten der ARD zusammengearbeitet. Viel mit Merseburger oder auch die vorgehenden Korrespondenten haben immer wieder für Kontraste berichtet. So, aber wurde halt vieles nicht berichtet, nämlich all das, wo die akkreditierten Korrespondenten keine Möglichkeit hatten. Die durften sich nicht frei bewegen in der DDR, die durften nur mit Genehmigung des Außenministeriums sozusagen in der DDR rumfahren. Sie durften auch keine Interviews einfach machen, in Ausnahmesituationen mal eine Straßenumfrage oder sowas, aber gezielte Interviews mit Oppositionellen waren verboten und all das war auch sehr, sehr schwierig, auch über bestimmte Missstände zu berichten. Es gab immer wieder die Drohung, die Korrespondenten werden rausgeworfen, wenn sie bestimmte Themen aufgreifen und so war doch schon die Berichterstattung durchaus beschränkt. So, und das war für uns so ein Ansatzpunkt bei Kontraste, nochmal andere Blickwinkel zu werfen. Da können wir vielleicht auch gerade hinkommen. Und das, was ich vorhin sagte, die Videokameras, die rübergeschickt worden sind, waren dann erstmal eine technische Voraussetzung. Teilweise haben wir auch mit Audiobildern nur, Audiotönen nur gearbeitet. Oder teilweise haben wir Dokumente verlesen im Fernsehen. Das war nicht unbedingt aufregend, aber es waren Dokumente, die sozusagen authentisch waren und der DDR-Opposition eine Stimme gegeben haben. Und in der Hinsicht, der Schmuggeln dann von Ost nach West war natürlich hochgefährlich. Das war sehr vielfältig, das Netz, was wir da aufgebaut haben. Das waren Diplomaten von der französischen Botschaft, von der ständigen Vertretung in Ost-Berlin. Also Diplomaten, die nicht kontrolliert worden sind. Bundestagsabgeordnete, die Diplomatenausweis hatten. Da insbesondere die Grünen. Petra Kelly zum Beispiel hat da immer auch geschmuggelt Informationen. Und dann gab es noch akkreditierte Journalisten, die neben ihrer eigenen Berichterstattung uns geholfen haben. Die hatten zwar auch immer die Gefahr, dass sie kontrolliert werden, aber die hätten dann auch immer schnell eine Ausrede gehabt, von wegen, das brauchen sie selber und so weiter. Also sprich, auch die haben geschmuggelt, bis hin aber auch zu ganz normalen West-Berlinern oder Bundesbürgern, die rübergegangen sind in den Osten und dort Freunde getroffen haben von uns und dann das abends dann zurück über die Grenze mitgebracht haben, entweder in den Sachen versteckt oder teilweise meinetwegen in ihr Tonbandgerät oder sonst was, eine Kassette eingelegt und so getan, als ob das eine Musikkassette ist und zwischendrin waren aber Töne von Oppositionellen. Also ein vielfältiges Schmuggelsystem, was lange gebraucht hat, dass wir das aufgebaut haben, aber was dann auch zum Tragen gekommen ist. Schmuggelsystem klingt immer so ein bisschen aufregender. Ich fand das total normal. Es war einfach über die Grenze bringen für mich. Ich war 7 Jahre lang ja als Westjournalist in der DDR jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag da
Und ich habe selber diese Grenzempfehlung, also dieses Visum gehabt zur mehrmaligen Ein- und Ausreise. Es war schon was Spezielles als Journalist, als Westjournalist, in einer Minute durch die Grenze unkontrolliert zu kommen. Ich habe auch in der Zeit natürlich ganz viel über die Grenze hin und her gebracht. Und das war sozusagen für die Leute, diese Kröte musste die DDR schlucken. Sie wollte internationale Anerkennung, hat deshalb so ungefähr 15 Westjournalisten halt zugelassen. Und die Möglichkeit bestand dadurch. Also die Gefährlichkeit war für diejenigen, die die Informationen den Westjournalisten gegeben haben, die sich in Ostberlin dann mit Peter oder anderen Journalisten getroffen haben und das übergeben haben. Das war sozusagen der Moment, wenn die Stasi das dokumentiert hat, sind die Leute teilweise abgegangen. Naja, für die, mit denen wir uns getroffen und gesprochen und zusammengearbeitet haben, war es auch gleichzeitig ein ungeheurer Schutz. Der Fotograf Harald Hauswald, dessen Bilder ich schon 1979 über die Grenze gebracht habe und hier im Westen zur Veröffentlichung mitgeholfen habe, der hatte eben diese Westkontakte und in seiner Stasi-Akte findet sich zwar ein Haftbefehl gegen ihn, aber da steht richtig wörtlich drunter, kann zurzeit nicht vollstreckt werden wegen seiner vielfältigen Kontakte zu Westjournalisten, weil sie hassten nichts mehr als Öffentlichkeit und Westjournalisten. Ich habe damals, warte mal, ich will jetzt mal auch die Filme nochmal zeigen, um auf die Frage zu kommen, wie haben wir uns kennengelernt und meine Version nochmal, die etwas länger ist als deine, das war nämlich nicht 86. Es gibt eine Vorgeschichte. Ich habe ja mit Franz Alt schon 1983 auch die Filme gemacht über die Ausweisung der Jener Jugendlichen. Du bist ja nicht der Einzige, der da ausgewiesen und ausgereist auch dann ist. Wir haben uns seltsamerweise nicht getroffen. Du warst sogar in meiner Firma, in der ich gearbeitet habe, in der Bachstraße in West-Berlin. Dann war ich aber immer nicht da. Man hat mir dann erzählt, dass du da warst. Wir sind sogar in einem Fernsehbeitrag, den ich mal hier starten kann. Da gehen wir mal raus. Das war der entscheidende Tag, wo ich Roland dann wirklich kennenlernte und dachte, der passt, wir passen zusammen, Ost und West, wir können ein Team bilden und zusammen weiter Öffentlichkeit in der DDR herstellen, auch wenn wir selbst da nicht mehr rein können. Sie haben dann sehr viel mit den Oppositionellen in der DDR Kontakt gehalten. Welchen Einfluss, Sie haben, die Friedensbewegung tauchte jetzt immer wieder auf, welchen Einfluss hatte eigentlich auch eine erstarkende Umweltbewegung? Also das war sehr bedeutsam, weil gerade in Ostberlin sich Gruppen bildeten, die auch nochmal deutlich machten, es gibt Themen, die Ost- und West übergreifend sind, Luftverschmutzung in Berlin. Also die Luftverschmutzung macht an der Mauer nicht Halt. Das war wichtig und es gründete sich in Ostberlin in der Zionskirche die Umweltbibliothek, die dann sozusagen DDR-weit zum Vorbild wurde, wo auch eigene Zeitschriften halt dann herausgegeben worden sind, die Umweltblätter. Und in der Hinsicht war das Thema Umwelt sehr, sehr präsent. Und eines der ersten Beiträge, die da dann von den Kameras gemacht worden sind, die wir rübergeschickt hatten, war halt ein Film über die Umwelt oder über die Luftverschmutzung. Wir können da mal kurz reingucken. Also es gibt da nämlich so eine Entwicklung, als die ersten Kameras drüben waren. Übrigens, man konnte Filmkameras einfach mit nach Ost-Berlin nehmen und dann da lassen. Die haben die an der Grenze nicht aufgeschrieben, dass man damit reingeht, um dann zu gucken, ob man sie wieder rausbringt. Das war sogar erlaubt. Man konnte ja auch in Ost-Berlin filmen, wenn man wollte, als Tourist. Nicht, dass das völlig verboten war. Man durfte Bahnhöfe nicht filmen, militärische Anlagen, Rathäuser und so weiter nicht. Aber man konnte filmen und deshalb war es schon mal ganz einfach eigentlich im Grunde genommen da auch Kameras zu lassen, die dann eben in der Umweltbibliothek blieben. Nur als Tourist hätte man ja jetzt damals vielleicht noch eine Super 8 Kamera mitgenommen, wenn man haben da ganz viele. Aufwendige Videokamera, die ja damals noch nicht so gebräuchlich war, das war auch nicht, da war man nicht misstrauisch. Auch nach Ostberlin gingen Japaner mit den neuesten Modellen oder sonst was. Wir haben teilweise, also die Kamera zum Beispiel, die diesen Umweltfilm gemacht hat, das habe ich über eine Diplomatin gemacht. Aber von der Regel her war es so, dass auch Freunde mit Videokameras rübergegangen sind als Tourist und auch teilweise halt Bilder gemacht haben. Also das war aber das Problem, dass es zu wenige Mutige gab, die dann auch in der Lage waren zu sagen, wir filmen Missstände. Nein, ich würde nicht nur sagen, es gab zu wenig Mutige. Man muss auch einfach den Kopf frei haben, dass man
die Grenzen des Möglichen einfach austestet. Also, dass man Sachen macht, die auch möglich waren und dann guckt, wie kann man sie nutzen, um eben diese Informationssperre auch zu durchbrechen. Wir sehen jetzt hier vom 3. März 1987 einen Film, das ist der erste praktisch, der gedreht wurde mit einer Kamera in der Umwelt, die in der Umweltbibliothek gelandet war. Umweltbibliothek, wenn es nicht alle wissen, war oder wurde dann zum Zentrum der Opposition in Ostberlin, in der Nähe der Zionskirche, in den Gemeinderäumen dort war ja die Umweltbibliothek. Und die haben da am Anfang noch sehr vorsichtig Umweltschäden, die man sehen konnte sozusagen, gefilmt von weiter weg, rauchende Schlote und so weiter. Es waren Wolfgang Rüdenklau, Rüdiger Rosenthal und die Kamera hatten und Carlo Jordan. Alles Leute, die in und um die Umweltbibliothek aktiv waren. Wenn man hier Schluss, es geht die ganze Zeit so weiter. Sie sehen, die trauen sich noch gar nicht richtig ran. Es wird auch noch keiner interviewt. Das war sozusagen das erste Mal. Es kam dann, das Umweltthema war damals ein ganz großes Thema. Heute Greta, damals DDR-Umweltgruppen. Auch im Westen war das Umweltthema in den 80er Jahren noch riesig groß. Es ist irgendwann in der Zeit des Neoliberalismus dann verschwunden in den 90er Jahren. Und in den Nullerjahren, damals hat es viele Leute beschäftigt. Bitteres aus Bitterfeld. Das ist hier ein Film, der komplett selbst gemacht wurde von Umweltgruppen und Umweltschützern aus der DDR, aus dem ich dann wiederum hier Ausschnitte für Kontraste gezeigt habe, kombiniert mit einem Interview eines ausgereisten DDR-Umweltschützers. Vielleicht zur Ergänzung, das ist nicht ganz sagen nur von den Ostgruppen gemacht worden, sondern da waren auch Westberliner mit beteiligt. Westberliner Filmemacher, genau. Ja, also in der Hinsicht auch nochmal deutlich, Umwelt ist ein Thema Ost und West und sozusagen, da sind sozusagen aus West-Berlin noch Leute mit rübergereist und haben das mit unterstützt. Ein Wissenschaftler von der Charité war dabei, dessen Hand man da sieht, wie er eine Wasserprobe nimmt. Sie können das nachlesen im Internet, Bitteres aus Bitterfeld, abenteuerlicherweise gemacht worden. An einem Tag, wo ein großes Fußballspiel war, wo man dachte... Das Finale des Fußball-EM, das klingt wie ein Krimi. Weil man dachte, das war das Finale Sowjetunion gegen Niederlande in München. Und man dachte, da sitzen bestimmt viele Leute vorm Fernseher. Und man das kann war wirklich Ruhe so filmen. Geplant dann auch, ja, dass man... ja, also klar, wie kann man dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit oder die Auffälligkeit nicht so groß ist und solche Hintergedanken müsste man schon mit einbeziehen. Und der Film sollte auch zuerst in der DDR gezeigt werden, wurde auch versucht bei einer Veranstaltung dort zu zeigen, dann haben wir ihn im Fernsehen im Westen gezeigt. Also Sie können sich den Rest des Films bestimmt vorstellen. Es wird noch der Silbersee gezeigt, der berühmte, in dem die flüssigen Abfälle, Sondermüll und so weiter einfach verklappt wurden und der also auch eine gespenstische Kulisse da bot. Mich würde noch interessieren, es ist ja im Herbst 1988 bei Kontraste gelaufen, ist dann von vielen ausländischen Fernsehsendern auch übernommen worden. Wie waren dann eigentlich die Reaktionen darauf in der DDR? Peter hat angerufen beim Chemiekombinat Bitterfeld. Das ist heute Abend, was zu sehen ist über Ihr Kombinat, ja. Ne? Ja. Also auch die Umweltgruppen haben da Leute darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Film zu sehen ist im ARD-Fernsehen. Wir haben natürlich auch, wie immer, Trailer gehabt nach oder vor der Tagesschau. Und ich war so eine Schnapsidee, da im Kombinat Bitterfeld anzurufen, die mich allerdings auch dazu brachte, dass man eigentlich überhaupt in der DDR anrufen kann, was ich dann auch im Jahre 88, 89 immer mehr gemacht habe. Ein ganz einfacher Gedanke, den die meisten Westjournalisten überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass man bestimmte Leute, die einem bestimmten Schutz unterliegen, wie evangelische Pfarrer, durchaus anrufen kann. Da im Kombinat allerdings in der Zentrale, weiß ich nicht, habe einfach nur angekündigt, dass es eben heute was über Ihr Kombinat zu sehen gab. Eine andere Sache war streng geheim, als wir sie gemacht haben, an dem Umweltthema weitergemacht. Das war die Sache mit den Uranbergbaugebieten. Die waren im Süden der DDR und darüber gab es überhaupt noch nie einen Bericht.
Und da sind zwei Leute mit dem Trabi hingefahren und haben auch erstmal so ganz vorsichtig, weil sie dachten, Mo, wenn wir Urangruben filmen, das ist wirklich echt eine Nummer. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Da ging es um Sachen Rüstungsindustrie, aber vor allen Dingen Sachen der Sowjets. Ja? Also Uranbergbau war eine Angelegenheit der sowjetischen Truppen in der DDR. So, und diese ganze Wismut unter dem Label, das lief, war sozusagen eine Aktiengesellschaft der Russen und der Sowjets. So, und deswegen war das besonders heiß. Also als ich die Bilder dann im Schneiderraum gesehen habe, da habe ich richtig einen Schauer über den Rücken gekriegt und habe mir gedacht, was haben die gewagt? Das ist ja Wahnsinn, mit welchem Risiko die da unterwegs waren. Das war schon eine Nummer schärfer einfach als diese Luftverschmutzung. Na, das war etwas, wenn sie das rausgekriegt hätten, glaube ich, da hätten sie auch wegen Agententätigkeit zugeschlagen. Aber es gab eine Umweltgruppe, Leute in der Umweltgruppe in Ost-Berlin und auch im Süden, in Leipzig, die haben sich mit dem Thema beschäftigt. Warum? Weil es überall in der Landschaft zu sehen war. Aber keinerlei Berichterstattung darüber. Es war ein absolutes Tabuthema. Und die hatten auch den Plan, das mal in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich habe zufällig, also es rufen ja auch manchmal Leute in Redaktionen an und dadurch entstehen durchaus sehr viele Themen. Mich hat eine Münchnerin, die ihre Verwandten besucht hat, in diesem Gebiet angerufen und gesagt, hat mir erzählt, dass da überall hinter den Häusern riesige Abraumhallen aus dem Urangebiet sind. Und ob ich denn wüsste, was sie dort erzählt bekommen hat. Das Einzige, was der Staat macht, ist bei den Leuten, die Haarausfall haben, dass sie einmal im Jahr, alle zwei Jahre, kostenlos eine Perücke bekämen. Da habe ich gesagt, oh, wann fahren sie denn da wieder hin? Und sie hat dann von sich aus auch angeboten, sie macht mal Fotos von den Halden und Fotos von ihren Verwandten mit der Glatze, den Haarausfall. Dieser Film ist so ein typischer Film, wie er damals gemacht werden konnte in der Redaktion. Der setzt sich zusammen aus Filmaufnahmen der Oppositionellen, die da wirklich heimlich runtergefahren sind und ganz vorsichtig aus dem Seitenfenster des Trabis die Halden und auch teilweise die Gruben gefilmt haben von außen. Dann haben wir irgendwie einen Film von Konrad Wolf, der in der Schublade lag und in der DDR verboten war, einen Ausschnitt gezeigt aus den 50er Jahren, wo es mal so einen Spielfilm darüber gab, einen DEFA-Spielfilm, um mal die Urangrube unten zu zeigen. Dann haben wir einen Arbeiter, der erst vor ein, zwei, drei Wochen ausgereist war und in der Urangrube gearbeitet hat, interviewt. Und dann die Fotos dieser Frau da und ihren Bericht genommen. Wir gucken nochmal kurz rein, wie das aussah. Und ist das eine Kurzfassung, Roland, da ist der Arbeiter nicht drauf. Der Arbeiter sagt zum Schluss nochmal, man hat immer unter uns gesagt, wenn man mit 50 oder 52 stirbt, das war das Uran. Der war halt bei der Wismut. Damit endete der Beitrag. Also das war so ein typischer Beitrag, der aus verschiedenen Informationsquellen sich speist und dann zu einem Patchwork-Beitrag, der das erste Mal überhaupt das Thema Urangruben in der DDR öffentlich machte, zusammengestellt wurden. Ich will nur ganz kurz sagen, ich zeige es jetzt nicht, nebenan hier, da ist ein Film Uran Ellweiler. Wir haben in derselben Sendung über die Versuche, Uran abzubauen im Fichtelgebirge berichtet, was auch völlig verrückt war. Wir sollten unbedingt noch auf ein anderes Thema kommen, weil nämlich die Berichterstattung, die Sie da gemacht haben, auch einige Wellen geschlagen hat, so ein bisschen an den Grundfesten des Selbstverständnisses der DDR gerüttelt hat, nämlich die Berichterstattung über Neonazis in der DDR. 1988 war ein Beitrag, der einige heftige Reaktionen hervorgerufen hat. Genau. Und da war auf dem Filmfestival sind, zeig gleich mal einen Ausschnitt daraus, ne? Und wir reden dann kürzer. Haben Sie verstanden? Es gibt auch viele, die sich zu Anschlägen bereit erklären, auch bewaffneter Natur vielleicht. Das sagt er 1988 im ARD-Fernsehen kurz nach der Tagesschau. Und daraufhin gab es dann auch Berichterstattung in der DDR. In der FDJ-Zeitung Junge Welt äußerte sich der Chefredakteur Hans-Dieter Schitt selber. Der schimpfte über, ich zitiere, die angebliche sozialistische Wirklichkeit, die mit gut bezahlten Kleindarstellern inszeniert worden sei.
Also eigentlich schon 1988 in einer Argumentation, die uns heute ein bisschen geläufiger ist, leider die Lügenpresse, Erfindung der Westmedien, alles dieses Thema. Nein, zwei Sätze, Roland. Sie haben es ja besser wissen können. Es gab sozusagen im Auftrag der Staatssicherheit durch die Humboldt-Universität, Abteilung Kriminalistik, eine Studie, die sagen, eine Analyse gemacht hat über neonazistische Erscheinungen in der DDR. So, der Auftrag der Studie war eigentlich nachzuweisen, dass alles aus dem Westen kommt. Und das ist dann aber nicht gelungen. Und wenn wir heute in die Stasi-Akten schauen, sehen wir halt sowohl in der Studie, wo schon von über 1000 Angehörigen der neonazistischen Szene gesprochen wird, wo auch viele Fälle dokumentiert sind. In Wolkast gab es eine richtige Gruppe, die sich SS-Gruppe Wolkast genannt hat und so weiter, die sich fotografiert haben mit Heil Hitler und die sich regelmäßig getroffen haben und solche Typen, die wir gerade gesehen haben. Also das war jetzt nicht hier 4-5 Leute, sondern das war und aktenkundig bestätigt halt eine große Anzahl von Leuten, wo vielerlei Ursachen sozusagen zusammengekommen sind. Aber eins konnte man nicht sagen, dass das alleine vom Westen exportiert ist und sozusagen die West-Neonazi-Szene sozusagen da eingewirkt hat. Auch das gab es und in der Hinsicht eine Vielfalt von Einflüssen, aber es war halt vieles auch hausgemacht. Ich wollte noch zu dem Film selber was sagen. Also das sind alles Aufnahmen, die da heimlich gedreht worden sind. Die waren auch in Dresden, in Sachsen unterwegs, haben da Hakenkreuze in Telefonzellen gefilmt oder Kneipen, mit denen es zu neonazistischen Überfällen kam. Hier zum Beispiel, das hören wir jetzt nicht, ich zeige es bloß mal, die Zionskirche, da gab es den Überfall 1987 auch schon auf ein Punkkonzert, wo auch Element of Crime übrigens gespielt hat und eine Ostberliner Punkband und wo 20, 30 Neonazis hineingestürmt waren am Ende des Konzertes und die Leute zusammengeschlagen haben. Das war der Anlass auch für die Leute aus der Umweltbibliothek, hier diese Aufnahmen zu machen. Hier erzählt eine der Konzertbesucherinnen, wie dieser Überfall ablief und wie brutal das Ganze war und wie erschrocken sie waren. Und das war schon sehr erschreckend, dass es eben wirklich diese Leute gab. Was ich ehrlich gesagt noch immer erschreckend finde, dass dieser Mensch, Hans-Dieter Schütt, der Chefredakteur der Jungen Welt, der großen Zeitung der FDJ damals, der hat zwei Seiten als Reaktion auf diesen Film gemacht. Und er hat ja so wörtlich drin geschrieben, der große sowjetische Filmregisseur Eisenstein, der benutzt den Schnitt als Mittel zur Wahrheit. Kontraste benutzt den Schnitt als Mittel zur Lüge. Ich hatte ja diese Idee, dass man Honecker und den Nazi gleich hintereinander schneidet. Das hat sie ziemlich auf die Palme gebracht. Dieser Hans-Dieter Schütt tritt zurzeit überall mit Gregor Gysi auf. Er hat auch die letzte Biografie, Gysi hat ja mehrere Leben offenbar gehabt und mehrere Biografien, er hat die letzte Biografie von Gregor Gysi geschrieben und er hat bis heute nicht 30 Jahre danach irgendwann mal sich über diese Sachen, die er damals geschrieben hat, selbstkritisch geäußert. Das nur noch mal dazu zu diesem Film. Aber das war ganz wichtig, was ich an dieser Stelle trotzdem bemerken möchte, ist, Roland, ich glaube, es gab keine große Reaktion der Westmedien auf diesen Beitrag. Also die großen Zeitungen im Westen haben das Thema Neonazis in der DDR nicht aufgegriffen, auch nicht aufgreifen können vielleicht, aufgrund ihrer mangelnden Recherchemöglichkeiten. Wann ist Ihnen das Thema eigentlich das erste Mal untergekommen? Ja, das war schon 87. Es hat dann seine Zeit gedauert, bis man das auch recherchiert hat. Und der Anlass war dann schon die Sache in Weißensee auf dem Friedhof. Die ja nochmal auch symbolisch was bedeutet, dass ein Friedhof geschändet wird, das ist schon ein Qualitätssprung gewesen und in der Hinsicht war es wichtig, dass das nicht verschwiegen wird. Also mir ist natürlich schon Anfang der 80er Jahre klar geworden, bei meinen vielen Besuchen in Ost-Berlin, auch in anderen Städten, auch gerade wenn man in Kneipen ging,
dass das deutsch-deutsche Erbe, wofür beide Staaten eigentlich verantwortlich waren, die Menschen auch in beiden Staaten, in der DDR gar nicht diskutiert und aufgearbeitet war. Wenn du mit langhaarigen Jugendlichen in eine Kneipe gegangen bist, zum Beispiel am Wasserturm in Prenzlauer Berg, dann war da ein Wirt, dessen Hund hieß Adolf, ein Schäferhund natürlich, der hatte sein Regal ordentlich zackig dekoriert mit seinen Servietten, da gibt es ein tolles Foto von, der wollte diese langhaarigen Jugendlichen nicht. Da gab es viele alte Nazis auch. Und als ich mit den ersten Punks in der Invalidenstraße nach einem Pogo-Konzert mal rübergegangen bin auf die andere Seite, die Punks wurden zwar, also dann wurden, die wollten Bier in der Kneipe holen, bekamen die natürlich auch keins und wurden rausgeschmissen aus der Kneipe. Die Punks haben schon Anfang der 80er Jahre klargemacht, wir werden zwar von der Volkspolizei schikaniert, aber viel schlimmer ist es oft noch, wenn die DDR-Bürger zu uns sagen, euch hat man wohl vergessen zu vergasen. Kannte ich aus dem Westen, ja. Das ist ja dasselbe. Da waren sich die beiden deutschen Staaten sehr ähnlich. Und dass da was nicht in Ordnung ist im Umgang mit dem Faschismus, dass in den Familien nicht darüber gesprochen wurde, dass das weitergegeben wurde, auch durch Schweigen, dass dies letzten Endes bei diesen Jugendlichen da so ankommt und bei Leuten, die in DDR-Gefängnissen sitzen, dass das ein ganz furchtbares Erbe ist und neu produziert wird in diesen Gefängnissen, also so eine Haltung, das, denke ich, muss man schon vorher sehen. Und das sind dann die Ergebnisse gewesen, dass Ende der 80er Jahre immer mehr Jugendliche in so eine Richtung abdrifteten. Wobei die latente Ausländerfeindlichkeit habe ich selber noch in der DDR erlebt. Also die Ausländerfeindlichkeit gegen Vietnamesen, gegen Mosambikaner, gegen Ungarn, alle, die sozusagen in den als Arbeiter sozusagen in die DDR gekommen waren, da gab es schon massive Angriffe, aber die ließen sich halt nicht so einfach dokumentieren. Und das, was wir dann 88 gemacht haben, war halt zum ersten Mal so eine Dokumentation. Das war jetzt nicht umfassend, aber wir haben einen kleinen Ausschnitt geliefert. Und das war wichtig, dass das im Fernsehen auch in die DDR hineingesendet worden ist. Ich würde gerne noch den Zuschauern und Zuschauerinnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Eine abschließende Frage hätte ich noch, wenn wir jetzt nochmal vorspringen auf dann die Nachwendezeit, als Sie weiter gearbeitet haben, teilweise Themen wieder aufgegriffen haben, wie die Situation in Bitterfeld. Mhm. Mhm. Wie haben sich eigentlich die Arbeitsbedingungen nach 1989, nach dem Mauerfall, geändert? Wir haben jetzt viel darüber gehört, wie das Material rübergeschmuggelt werden musste. Sie haben dann auch immer wieder, sind dann ja auch wirklich hingegangen und konnten die Leute konfrontieren. Ja, das war dann schon eine neue Situation. Aber ich glaube, damit wir jetzt nicht zu sehr sozusagen das Finale verpassen, fände ich es ganz gut, wenn wir einen Beitrag noch mal sehen. Wir haben nur 20 Minuten. Weil dieser Beitrag, das nochmal zusammenfasst, was Friedrich Schollemer, der DDR-Bürgerrechtler, mit dem Satz sagen, benannt hat. Dieser Beitrag hat uns gezeigt, wo wir eigentlich leben und wie schlimm die Zustände schon sind. Wir haben uns an so vieles gewöhnt und ein verdichteter 10-Minuten-Beitrag in einem politischen Magazin im ersten deutschen Fernsehen, der sozusagen die DDR-Bevölkerung erreicht, hat eine besondere Kraft. Und diese Sätze haben mir nochmal deutlich gemacht, nicht weil wir es gemacht haben, sondern weil wir sagen, gar nicht so sehr als Rezipienten der Beiträge das wahrnehmen konnten, was das für eine Bedeutung für die Menschen in der DDR gehabt hat und was nochmal auch gerade, weil am 12. September parallel gelaufen ist zu diesem Beitrag über die Opposition, die noch nicht so weit massenweise als Protest erscheinen, sondern immer nur in kleinen Grüppchen, dass dieser Beitrag auch nochmal viele wachgerüttelt hat. Und deswegen würde ich gerne, dass wir da noch einen Ausschnitt sehen, weil das dann wirklich ins Finale ging, auch unter der Überschrift Fernsehen, Westfernsehen und Revolution. Machen wir. Also genau diese Leute, die hier sitzen, das sind die Leute, die tatsächlich hier diese Sache mit den Transparenten am 4. September gemacht haben, wo ja auch dann, wo es dann zu einer Demonstration kommt. Ne? Das sind die, die den Leipzigern das Demonstrieren, ich sag mal so, beigebracht haben, diese 17- bis 25-Jährigen. Aus 30 Gruppen in Leipzig, 30 Basisgruppen in Leipzig, die schon seit 87, 88 ununterbrochen mit Aktionen dafür gesorgt haben, Öffentlichkeit herzustellen, kleine Demonstrationen, größere Demonstrationen,
der 9. Oktober ist nicht vom Himmel gefallen. Und natürlich spielen noch viele andere Sachen, wie die Bilder von den Zügen aus Prag eine große Rolle, spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Aber es war eben wichtig, dass einige Leute auch vorangehen, die erste Reihe bilden und dass dann auch die anderen hinterhergehen. Wenn sich jetzt der Kreis nicht wieder geschlossen hat, auch noch mit dem Bild, was Sie gezeigt haben. So, jetzt soll es aber endlich soweit sein. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die doch sehr gerne. Auch wenn wir nicht mehr so irre viel Zeit haben. Es gibt Mikros und vielleicht auch noch gleich Licht, dass wir sehen, wer denn noch eine Frage hätte. Hier vorne. Ja, ich möchte mich bedanken für diese super Podium, sehr informativ. Ich hatte damals im Sommer 88 eine Studienreise vom Bodensee aus nach Leipzig und Ostberlin organisiert und habe dasselbe erlebt, auch in diese selber explosive Stimmung. Ich habe jetzt eine Frage an Herrn Jahn. Und zwar, da ist ja, wenn man jetzt auch dieses Plakat, dieses Transparenz sieht, da ist ja so viel Idealismus auch ausgedrückt, so viel Hoffnung. Hatten Sie damals, Sie haben ja zu dem Zeitpunkt der Wende in beiden Ländern gelebt, sozusagen in beiden Systemen. Hatten Sie eine Vision von einem wiedervereinigten Deutschland und wie sah die damals aus? Ich persönlich? Ja, das würde mich interessieren. Also, ich war in die DDR hineingeboren, 1953, und ich habe schon eine Vision einer gerechten Gesellschaft gehabt, durchaus mit dem Begriff Sozialismus verbunden. 1968 hat das einen ersten Knacks gekriegt. Ich war gerade sozusagen in der Entwicklung als 15-Jähriger, der sozusagen hier so ein politisches Bild sich versucht zu entwickeln. Und da war natürlich das eine Ernüchterung, dass ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz sozusagen durch Panzer des Warschauer Paktes niedergewalzt worden ist. Und da fingen durchaus meine Zweifel an. Und das ging dann immer so weiter, dass durch viele Ereignisse, der Tod meines Freundes in der Stasi-U-Haft war zum Beispiel auch so eins, und viele andere persönliche Erlebnisse, die natürlich immer die Frage, ist das mein Staat? Und ist der Sozialismus die Gesellschaft, die ich anstrebe, immer mehr Fragezeichen gesetzt hat. Und bis hin dann zu meiner Ausbürgerung, und das ist ja etwas, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass ein Mensch sozusagen seiner Heimat beraubt wird mit Gewalt. Da war natürlich für mich klar, dass sozusagen dieses System nicht meins ist, und weil halt das Individuum missachtet wird, weil die Würde des Menschen angetastet wird und all das. Und das hat mich sozusagen auch von diesem Begriff Sozialismus weggebracht. Als ich dann in West-Berlin gelebt habe, war das natürlich für mich nicht einfach, sozusagen mit meinen 30 Jahren, die ich in der DDR da gelebt habe, und jetzt dem Westberliner in Kreuzberg lebend, was bin ich eigentlich? Bin ich Ostler oder Westler? Und ich habe dann mit jedem Tag mehr begriffen, dass es nicht um Ost oder West geht, sondern dass es um grundsätzliche Fragen geht, wie leben Menschen miteinander, wie wird eine Gesellschaft gestaltet. Und in der Hinsicht habe ich immer gemerkt, auch für mich persönlich, ich bin Deutscher, gerne auch Europäer, aber ich habe eine Biografie, bin aufgewachsen im Osten, aber ich lebe jetzt in Deutschland. Und meine Zerrissenheit zwischen Ost und West konnte nur aufgelöst werden durch eine deutsche Einheit. Und das sehe ich auch für diese Gesellschaft. Und wenn wir den ersten Beitrag nochmal in Erinnerung rufen, das hat auch selbst das ZK-Mitglied Otto Reinhold, der da zitiert wurde, gesagt. Was hat es sozusagen für einen Sinn, wenn man die DDR demokratisiert wie die Bundesrepublik Deutschland, dann hat sie keine Existenzberechtigung. Und auch dieser Satz hat mich dabei nochmal bestätigt, sozusagen
Es geht darum, dass wir hier in Deutschland oder in Europa, der Region, unsere Werte leben, und die heißen, das sind die Menschenrechte und das ist die Würde des Menschen, die unantastbar ist. Und deswegen bin ich manchmal erschrocken, wenn ich heutzutage über Ost-West-Gegensätze die Diskussion verfolge und so weiter. Und dass künstlich teilweise was herbeigeredet wird, Gräben aufgerissen werden, sondern für mich geht es um Respekt vor Biografien, egal wo sie gelebt worden sind, Ost oder West. Respekt vor Biografien heißt auch Verständnis entwickeln für die Umstände, unter denen Menschen gelebt haben. Und aber wichtig ist sozusagen, dass dieser Respekt beinhaltet, dass niemand aus der Verantwortung für das, was er getan hat, auch in der Diktatur entlassen wird. Genau. Eine Frage noch. Oh. Wir müssen wirklich in 5 Minuten raus. Also ich hatte eigentlich 2 Fragen, aber zur Not können Sie sich eine aussuchen. die eine, also man kann ja nachvollziehen, wie Sie Kontakte zu den ganzen Widerstandsgruppen bekommen haben, aber der Beitrag über die Neonazis, wenn Sie da noch mal kurz erklären können, wie man da eben auch als Westjournalist Zugang zu gewonnen hat für den Beitrag, das ist die eine Frage. Und die andere, fände ich es extrem spannend, wenn Sie noch ein bisschen über das Jahr nach dem Mauerfall erzählen konnten. Also Sie haben erwähnt, dass es dann erste gemeinsame Beiträge gab. Wie war die Medienkooperation, auch im Hinblick darauf, dass ja viel am Anfang die Proteste noch nicht eindeutig Richtung Wiedervereinigung gingen? Also vielleicht können Sie einfach Ihre Eindrücke dazu schildern, inwieweit die Medien da in beide Richtungen auch noch gingen oder wieder das zusammen? Bei den Neonazis war das so, dass natürlich die einzelnen Ereignisse, wie der Überfall auf die Zionskirche, auf das Rockkonzert, als auch die Schändung des Friedhofs im Weißensee, dass das natürlich auch in der Friedens- und Umweltszene sozusagen die Leute schockiert hat, beeindruckt hat. Und es war ja so, dass einzelne Freunde von uns durchaus dann auch angefangen haben, journalistisch zu arbeiten, also zu recherchieren, immer mehr Kontakte sozusagen herzustellen in die Neonazi-Szene rein und so weiter. Und dadurch war es halt entstanden. Ja, ja. Irgendwie kannte man. Vielleicht mal ein bisschen konkreter. Der Sigi, der von der Umweltbibliothek diese Aufnahmen gemacht hat, wusste, dass sie sich am Frankfurter Tor in der Kneipe treffen, die Neonazis, ist da hingefahren, hat sich von einem Westjournalisten übrigens einen dicken Mercedes geborgt, um die ein bisschen zu beeindrucken. Und hat sie dann gebeten und hat gesagt, wir wollen das mal zeigen im Fernsehen, dass es euch gibt. Und dann haben sie eben mitgemacht, dieses Interview. Und das ist ein Wabonspiel gewesen, natürlich auch von ihm, wenn er da erwischt worden wäre. Aber das war zu einem Zeitpunkt, als schon so viel gelaufen ist und auch seine Akte so dick war. Und alle wussten von der Stasi, was der Sigi da macht. Und andere von der Umweltbibliothek, dass sie direkt mit Kontraste in Verbindung stehen und mit dem ARD-Fernsehen. Sie haben sich nicht getraut. Ich habe vorhin noch eins vergessen zu erzählen. Die DDR hat nach diesem Beitrag nicht nur hysterisch, dieser Hans-Dieter Schütt, ja, der Freund von Gregor Gysi, der hat nicht nur die 2 Seiten in der Jungen Welt geschrieben. Die DDR hat beim Presserat protestiert und bei der Bundesregierung protestiert und gesagt, sie schließen das ARD-Büro. Das hat sie wirklich tief getroffen. Aber es war wirklich klar, wir wussten ja, dass es das gab, dass es diese Überfälle gab. Und man musste ja darüber irgendwie berichten, auch den Westen mal darüber informieren. Ich mochte die DDR und viele Menschen in ihr, aber ich mochte nicht diesen Staat und dieses System, das da war. Und es war einfach gegen Journalisten gerichtet, gegen freie Berichterstattung. Und na gut, das muss ich nicht alles erzählen, aber also es galt, dieses Schweigen zu durchbrechen und dafür musste man auch ein bisschen was riskieren, aber das Risiko war berechenbar. Ja und nein. Also es ist immer eine Gratwanderung gewesen mit dem Risiko. Also es ist schon so gewesen, dass natürlich Öffentlichkeit und Kontakt zu Westmedien ein Schutz war. Aber man sieht es auch in den Akten, dass immer schon die Verhaftung vorbereitet war. Und gerade Siegbert Schäfke, der erwähnt wurde. Deine eigene ja auch. Meine auch. Ja, auch über uns gab es Haftbefehle. Standen auf den Listen, wenn West-Berlin erobert wird, wird man uns informieren. Aber gerade Siegbert Schäfke, einer der wichtigsten Kameraleute, der unterwegs war, der war eigentlich so weit zu sagen, ich gehe in den Westen. So, und diese Aufgabe, diese Verantwortung, die er dann gesehen hat, hat ihn motiviert, das zu machen.
Ja, und klar habe ich auch mal gesagt zu ihm, noch 2 Jahre, dann ist es vorbei. Ne? Also das war mein Zweckoptimismus, ich habe auch wirklich dran geglaubt. Aber dass er da durchgezogen hat, der hat diese Neonazis gefilmt, der war bei den ersten Bildern, ne? Wir haben die vom 16. Oktober gezeigt, die vom 9. Oktober waren natürlich noch legendärer, weil es knisterte ja in Leipzig, man wusste nicht, wie es ausgeht, gibt es ein Massaker oder nicht, was ist da? Da sind die auf den Kirchturm der französischen Kirche hoch und haben von dort aus gefilmt, diese Bilder. Und dann die heißt übrigens Sigi Schäfke und Aram Radomski. Genau, wenn Sie den Radomski googeln, dann lesen Sie mal die Geschichte durch, warum der auch motiviert war, sowas mitzumachen. Ja. Es hat schon was gebraucht, was auch an Individualität, an Mut, so Sachen von einzelnen Leuten, war ganz, ganz wichtig. Und ein bisschen Mut, Roland, gehörte ja auch für unseren Chefredakteur dazu. Wir brauchten auch Chefs im Sender, die hinter uns stehen und hinter dem Zeigen von illegal gedrehtem Material, die sich auch nicht einschüchtern lassen, wenn da von außen irgendwelche Leute kommen, sei es von der Asbestindustrie, ich habe Beiträge über Asbest und warum es nicht verboten ist gemacht, oder von der DDR, die sagen, also hier, wir schließen das ARD-Büro, hat sich davon nicht einschüchtern lassen. Das ist nämlich auch wichtig, es gab andere Sender und andere Sendungen, die haben ständig lieb und nett über die DDR berichtet, dass es auch ein tolles Land ist, in dem man leben kann. Die wären da nicht bereit gewesen, ich weiß es ganz konkret auch, illegales Material zu senden sozusagen. Das braucht man auch in der Redaktion, dass da alle an einem Strang ziehen. Das braucht man auch heute. Es gibt dasselbe illegale Material auch aus anderen autoritären Staaten heute, das man veröffentlichen muss. Wenn wir noch die Zeit haben für die zweite Frage. Danach durften wir wieder einreisen. Ich bin natürlich, sagen, noch in der Nacht des 9. November gegen den Strom, der von Ost nach West kam, von West nach Ost. Und dann meine erste offizielle Akkreditierung war am 7. Dezember. Ab diesen Tagen sind wir ständig im Osten unterwegs gewesen. Natürlich viel mit der Aufklärung über das, was in Repression stattgefunden hat. Wir waren bei der Besetzung der Stasi-Zentrale hier in Berlin dabei, aber vorher auch schon in den DDR-Bezirken unterwegs. Wir haben sozusagen all das begleitet, was an Aktivitäten da war, Bürgerkomitee und sowas. Wir haben den ersten Gang in das Stasi-Archiv sozusagen mit der Kamera begleitet und solche Sachen. Und dann haben wir natürlich aber auch die ganzen sozialen Entwicklungen begleitet. All das, wo dann die teilweise die Leute aus dem Westen eingeritten sind, um Leuten Versicherungen aufzuquatschen oder sonst was, solche Fragestellungen, also dieses deutsch-deutsche Zusammenkommen haben wir immer wieder auch als Magazin kritisch begleitet und auch dann in den 90er Jahren auch Entwicklungen in Brandenburg, wieder Rechtsradikale und Brandanschläge in Aggermünde und sonst was, also das ist etwas, was immer wieder kam, aber auch immer wieder auch teilweise Beiträge, wo es um Menschen ging, die bis heute teilweise drunter leiden, an Haftfolgeschäden, Verjährungsfristen, all solche Fragen, mit denen haben wir uns beschäftigt. Also das war schon dann sehr, sehr umfassend und da gibt es natürlich dann auch besondere Höhepunkte, wie zum Beispiel die erste Akteneinsicht in die Stasi-Akten. Das war was Besonderes, aber auch die Filme, wo dann Leute angefangen haben zu sprechen, wo wir auch eine Art und Weise auch als Reporter brauchten, dass wir zuhören und nicht gleich anklagen. Na, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, was in der Debatte bei Aufarbeitung oft eine Rolle spielt. Nicht gleich jemanden schuldig sprechen und verurteilen, sondern erstmal zuhören und öffnen und wir wollen aufklären und nicht abrechnen. Und ich möchte Ihnen, da Sie hier Besucher auf einem Filmfestival sind, nochmal 30, 40 Sekunden etwas zeigen, was Sie sonst nicht zu sehen bekommen. Bei all den Rückblicken, die jetzt gezeigt werden, werden Sie wahrscheinlich immer nur sehen, wie dieses Transparent da getragen wird und dann von dem Stasi-Mann weggerissen wird. Ich zeige Ihnen mal, wie die Szene weitergeht und das ist verdammt exklusiv, dass Sie das jetzt sehen. Und das hat damit zu tun, ja, mit meinen Reden vorhin, wie diese jungen Frauen es geschafft haben, Menschen zum Demonstrieren zu bewegen. Passen Sie mal auf, was passiert. Und so kommt es dann auch zum 9.
Es schmerzt mich wirklich, hier aufzuhören. Ich wäre gerne noch auf die Zeit von 1990 gekommen, weil ich das wirklich total spannend finde, wie Leute reden, weil das noch so ein bisschen so eine Zeit ist, wo, glaube, die Aufarbeitung gerade erst beginnt, wo die Leute teilweise im Gespräch dann anfangen zu reflektieren, anfangen zu weinen. Das ist unglaublich spannend. Sie können gerne bei YouTube, gibt es ein paar dieser Kontraste-Beiträge, sie lohnen sich wirklich. Ich würde gerne noch weitermachen draußen, die Leute werden ja, aber schon. Also nicht nur bei YouTube, auch ganz offiziell bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das wäre der richtige Hinweis. Es sind 33 Filme von Kontraste, also sagen mitten ergänzen Dossier von der Ugo Kowalczuk, sagen online zu sehen. Es gibt sie auch als DVD, sagen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und weil er es nicht macht, er hat ein Buch geschrieben über diese Leipziger. Über diese junge Generation, die... Haben wir doch alles im Computer. Naja, er hat dann das Fernsehen verlassen und dann habe ich gesagt auch, wer, wenn nicht er, kann dieses Buch schreiben. Bist du noch beim Fernsehen? Ich bin nicht mehr beim Fernsehen, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Aber vielleicht gibt es da ja... Nein, aber ich wollte nur sagen, es ist, glaube ich, wichtig, dass solchen Leuten auch ein Denkmal gesetzt wird, genau. Die da... Wir haben damals in der Redaktion immer gesagt, diese 17- bis 25-Jährigen, über die müssen wir nochmal was machen, das sind die eigentlichen Helden von 89. Und jetzt habe ich das noch gemacht und stelle das alles dar, das ist schon richtig. Sollte man in diesem Jahr eigentlich kennen und gelesen haben. Sie merken, die beiden kennen sich so ein bisschen. Ne? Ich könnte einfach jetzt auch hier abtreten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und schade, dass wir nicht ein bisschen mehr Zeit haben.